Sozialismus ist Freiheit. Freiheit für die Masse der Bevölkerung, Freiheit für die Arbeiterklasse, ihre Fähigkeiten zum Dienste der Gesellschaft einzubringen, zum Nutzen, dass die Völker friedlich zusammenleben, dass sie gegenseitig voneinander profitieren, dass die Leitlinie der Gesellschaft die Einheit von Mensch und Natur ist. Wenn wir die Welt, wenn wir unsere Lebensgrundlagen retten wollen, dann geht das nur, wenn wir diese Welt aus den Angeln heben und wenn wir den Kapitalisten die Macht aus der Hand nehmen. Und deswegen demonstrieren wir heute hier auch für den echten Sozialismus, für ein System, in dem wir wirklich eine Zukunft haben. Man muss die AfD auch insgesamt bekämpfen. Wir müssen auch bessere Argumente entwickeln. Wir müssen nicht nur plakativ immer sagen, echter Sozialismus, sondern wir müssen auch mit Leben füllen, was wir eigentlich unter Sozialismus verstehen und welche Lehren wir ziehen aus dem Verrat am Sozialismus. Herzlich willkommen hier bei Rote Fahne TV. Wir berichten heute aus Berlin. Hier findet die LLL-Demonstration statt. Und dabei gedenken wir Lenin, Liebknecht und Luxemburg. Lenin war der Anführer der sozialistischen Oktoberrevolution in der Sowjetunion, wo die erste sozialistische Gesellschaft aufgebaut wurde. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gründeten die Kommunistische Partei in Deutschland, wurden im Januar 1919 hier in Berlin von faschistischen Freikorps ermordet, nachdem die Oktoberrevolution in Russland und die Novemberrevolution in Deutschland den Ersten Weltkrieg beendet hatten. Lenins Todestag ist jetzt 100 Jahre her und hier stehen wir auch dafür, dass wir zeigen wollen, Lenins Lehren sind immer noch lebendig. Dass in dem Aufruf von dem LL-Bündnis in Berlin weder Lenin noch der Sozialismus erwähnt werden, entspricht nicht dem nötigen Zeitgeist. Deswegen sind wir heute auch mit vielen kämpferischen, fortschrittlichen Leuten antifaschistisch auf der Straße. Und ich begrüße ganz besonders auch all die Arbeiterinnen und Arbeiter aus den Industriebetrieben, die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die hier sind. Denn das ist das Signal, das letztes Jahr hier auch von dem letzten Jahr ausging, dass wirklicher Protest nur auf diese Art und Weise gemacht werden kann. Sozialistische Zukunftsträume. Damit sie Wirklichkeit werden, brauchen wir Klarheit über Weg und Ziel und gute Argumente. Wir stehen hier auch für den Aufbau einer neuen sozialistischen Jugendbewegung, damit diese sozialistischen Zukunftsträume auch Wirklichkeit werden. Wir haben eine sehr polarisierte Auseinandersetzung in Sachsen. Wir hatten Massenproteste der Bauern in den letzten Wochen. Wir hatten Streiks der GDL und auch im öffentlichen Dienst. Und es ist wir haben, was ihr sicherlich auch gehört habt, eine Wahlstimmung hier, wo die AfD relativ viele Stimmen kriegt. Die Leute, die wollen nicht zurück zu einer, was ihnen genannt wird, Demokratie, wo sie sowieso keinen Einfluss darauf haben, was passiert. Es nennt sich Demokratie und sie haben Inflation, Krieg, Umweltzerstörung. Die Antwort der MLPD darauf ist unsere Kampagne, dem Sozialismus für neue Ansehen zu verschaffen. Nur so können wir die Leute überzeugen und auch von dem AfD-Einfluss loslösen. Die Menschheit befindet sich in einer latenten Existenzkrise. Der drohende Dritte Weltkrieg und die begonnene globale Umweltkatastrophe bedrohen die Existenzgrundlagen der Menschheit. Wir werden heute darüber diskutieren. Wir vertreiben hier dieses Buch, die globale Umweltkatastrophe hat begonnen, und diskutieren auch weiter über diese brennenden Fragen. Angesichts des Zustands dieses imperialistischen Weltsystems, das existenzbedrohende Krisen hervorgebracht hat, wie die globale Umweltkatastrophe, ist es natürlich genau richtig, dieses Jahr mit so einer Demonstration zu beginnen. Mit einer Demonstration, die den Sozialismus ins Zentrum stellt und den Sozialismus als Perspektive in die Diskussion bringt und damit auch zeigt, der Sozialismus ist da, der Sozialismus ist nicht tot zu kriegen und der Antikommunismus hat auch nach Jahrzehnten sein Ziel nicht erreicht. Ich meine, es wurde viel kritisiert, dass dieses LL-Bündnis, das ja vor allem aus Linkspartei und DKP besteht, diesen Sozialismus gar nicht mehr im Aufruf hatte. Und jemand hatte dann geschrieben, ja, das ist halt eine opportunistische Dummheit. Klar, es ist opportunistisch und es ist auch dumm, heute den Sozialismus nicht zu propagieren. Aber es hat doch einfach auch was damit zu tun, dass die das gar nicht richtig aufgearbeitet haben. Ich meine, wie willst du denn vor die Leute treten, wenn du gar keine Schlüsse gezogen hast? Wenn du gar keine klare Haltung hast, wie ist denn die DDR zu beurteilen? Wie ist Stalin zu beurteilen? Wenn du da in der Defensive bist, wenn du da das alles einfach pauschal sagst, das war alles wunderbar oder das war alles unrechtsrecht.
verschieben. Damit kommen wir doch gar nicht weiter mit solchen Schwarz-Weiß-Antworten, sondern wir müssen mit der dialektischen Methode dieses Problem beantworten. Und deshalb müssen wir überall für den Sozialismus propagieren. Wir müssen ihm regelrecht ein neues Ansehen verschaffen gegen diese ganzen Verzerrungen. Aber dafür müssen wir auch drüber sprechen und uns nicht opportunistisch wegducken. Das ist auf keinen Fall der Weg der NLPD, sondern voll in die Offensive mit dieser sozialistischen Perspektive. Wir haben erkannt als Umweltgewerkschaft, dass keine Bewegung, ob Arbeiter- und Bauernbewegung, Frauen, Jugend, Flüchtlingsbewegung, alleine für sich dieses System ändern kann. Wir als Umweltaktivisten haben uns entschlossen, einen gesellschaftsverändernden Charakter in unseren Kampf einzubauen. Denn nichts geht ohne eine Gesellschaftsveränderung. Liebe Genossinnen und Genossen, jetzt in Deutschland habt ihr mitbekommen, die wollen uns als Migrantinnen und Migranten in Deutschland nach eigenen Ländern abschieben. Das ist Faschismus! Gegen diesen Faschismus, wir müssen noch mehr Einheit haben, wir müssen noch mehr zusammenkämpfen, so wie Interbündnis beim oder so wie Einheitsfront, wir müssen noch mehr zusammenkämpfen. Ich freue mich heute, hier sein und mit für euch zu sprechen als Antivertreter. Aber in Zukunft gibt es schwierige Tage, aber in Zukunft gibt es eine kämpferische Tage. Deswegen bleibt ihr Revolutionäre, bleibt ihr sozialistisch, bleibt ihr organisiert. Hoch die internationale Solidarität! Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Lenin waren Revolutionäre, Sozialisten und Kommunisten. Sie lebten zur Zeit des Ersten Weltkriegs und kämpften im festen Vertrauen auf die Massen gegen diesen ersten imperialistischen Krieg. Ich persönlich bin auch natürlich ein großer Fan von Rosa Luxemburg. Sie gibt mir sehr viel Kraft in dieser Zeit. Wilf ist entstanden, unsere Organisation 1915. 1915, da hat die Rosa Luxemburg oft im Gefängnis für den Sozialismus, für die Freiheit der Menschen, gegen den Krieg gekämpft. Das ist für uns heute eine wahnsinnig wichtige Inspiration. Und mit ihrer Freundin Clara Zetkin, die sich für die Frauenfrage sehr eingesetzt hat, haben sie hier gemeinsam ganz wichtige Grundlagen für uns geschaffen, aus denen wir heute schöpfen können, wo wir heute Kraft daraus gewinnen. Der zunehmende Militarismus macht uns große Sorgen. Auch das hat die Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht schon analysiert. Karl Liebknecht prägte den Satz, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Und der ist heute immer noch aktuell. Ganz im Gegensatz dazu steht die faschistoide AfD und die Sozialchauvinisten für einen Burgfrieden der Arbeiterklasse mit den Herrschenden. Die Arbeiterklasse ist international und sie kann heute mehr denn je auch nur erfolgreich für den Sozialismus kämpfen, wenn sie international organisiert ist. Die Polizei hält hier die Demonstration an. Wir stehen hier dafür ein, dass es völlig legitim ist, dass wir hier gemeinsam diese Solidarität organisieren und gegen die imperialistische Aggression Israels protestieren für die Freiheit des palästinensischen Volkes. Wir protestieren entschieden gegen diese Kriminalisierung der Demonstration. Also wir schlagen vor, dass wir jetzt hier auch zurückgehen zu den Palästinensern. Wir werden die Freundinnen und Genossinnen und Genossen nicht alleine lassen. Sie sollen hier abgespalten und isoliert werden. Wir werden jetzt natürlich nicht die ganze Demonstration aufhalten, aber ich finde, wir sollten zurückgehen und uns solidarisieren. Was haltet ihr davon? Also einmal rumdrehen. Dieses Vorgehen der Polizei entspricht natürlich auch der Linie unserer deutschen Bundesregierung. Diese Regierung ist ja einer der Hardliner, auch international gesehen, in der bedingungslosen Unterstützung des israelischen Imperialismus. Und sie unterdrücken jeden, der hier den palästinensischen Befreiungskampf unterstützt. Diese Leute sind wirklich einem barbarischen Krieg ausgesetzt. Die wissen gar nicht mehr, wo sie hingehen sollen, weil überall bombardiert wird, weil Zehntausende Leute ermordet werden, weil Zehntausende Leute nicht mehr wissen, wo sie leben sollen. Und dann werden sie hier noch wie Verbrecher und Terroristen behandelt. Also wir sollten nicht nur gegen die Polizei, sondern gegen den ganzen Kurs dieser Bundesregierung hier vorgehen, der ja dann so ein repressives Eingreifen der Polizei dann auch legitimiert, aber voll auf der Linie der Bundesregierung ist. Also Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf, auch wenn wir gerade auch kritische Diskussionen haben, wie man da zusammenkämpft. Wer die Hamas
nicht unterstützen, aber diesen Befreiungskampf umso mehr. Und deshalb gilt unsere Solidarität hier auch den Freunden und Genossinnen und Genossen der palästinensischen Befreiungsbewegung. Wir laufen jetzt alle weiter, aber wir werden diese Vorfälle nicht vergessen. Das ist unser Recht als Volk, als palästinensisches Volk, als demokratische Menschen. Das ist unser Recht, unsere Meinung zu sagen, genau was gerade in Gaza passiert. Über den Völkermord, was Israel durchführt. Von Deutschland wird uns zerstört mit Waffen, mit wirtschaftlich, mit Geld, mit allem. Wir verurteilen die Aggression von Israel. Wir verurteilen aber auch diese faschistischen Machenschaften der islamistischen Faschisten, Hamas, Hezbollah und was da alles gibt. Ja, die im Grunde genommen ein Ziel, ein gesellschaftliches Ziel der Unterwerfung, der Entdemokratisierung, der Unterdrückung der breiten Masse der Bevölkerung nach religiösen Gesichtspunkten, so wie in Afghanistan oder in Iran wollen. Das kann nicht sein, dass man diese Leute, diesen Leuten irgendein Stück zugesteht an Öffentlichkeit oder an Zustimmung oder an Empathie. Ja, das ist ein Völkermord. Und das dürfen wir inzwischen auch sagen, weil die Polizei, die behauptet hat, das dürfen wir nicht sagen, hat inzwischen in Gelsenkirchen ihren Prozess gegen uns verloren. Wir dürfen das sagen. Das ist Völkermord, was Israel in Gaza schreibt. Das hat nichts mit Kampf gegen Hamas zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, auf Jahre hinaus den palästinensischen Widerstand zu brechen, ja, ihnen das Rückgrat zu nehmen, ihnen die Freiheit zu nehmen, sich wieder zu organisieren und ihren Kampf gegen die Unterdrückung durch Israel und diese Imperialisten fortzusetzen. Das ist differenzierter Stand, das sind differenzierte Standpunkte, das sind dialektische Standpunkte. Leute, und diese dialektische Methode macht es uns möglich, Dinge bis auf den Grund zu gehen, bis in die Gesetzmäßigkeiten, die auch in einer Gesellschaft herrschen. Die gibt es nicht nur in der Natur, Gesetze, die gibt es auch in der Gesellschaft und die gibt es auch im menschlichen Denken. Wir stehen da an der Seite der Unterdrückten auf der Welt gegen jede Querfront, egal ob mit Hamas, AfD oder den deutschen Monopolen. Wir in der ILPS würdigen die großen Beiträge von Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Wladimir Lenin zur Forderung der Theorien und Praktiken der revolutionären Kämpfe. Inmitten der anhaltenden Krise des globalen kapitalistischen Systems treibt der Imperialismus weiterhin immer schlimmere Formen der Unterdrückung und Ausbeutung von Millionen von Arbeiterinnen und Werktätigen sowie die Ausplünderung der Umwelt zur Profitmaximierung. Wir verurteilen auf der Schärfste die Kündigung der deutschen Regierung von dem internationalen Gerichtshof juristischen Intervenen, um Israel gegen die Südafrika erhoben, Einklage gegen den Genozid. Ich habe ein großes Feuer in mir, das mir sagt, ich möchte einen Weltfrieden mit Abrüstung, ich möchte einen hundertprozentigen ökologischen Wandel, ich möchte die Freiheit und einen sozialen Ausgleich international. Die Alternative zu dieser Gesellschaft ist der echte Sozialismus. Die Offenheit und das Interesse daran wächst und das ist auch wichtig, um auch die Fragen zu klären, die noch offen sind, damit aus dieser Zukunftsvision auch Wirklichkeit werden kann. Die Zeit ist reif, eine sozialistische Jugendbewegung aufzubauen. Die internationale Weltorganisation ICOR und die United Front sind auch heute hier auf der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration. Lenins Lehren sind lebendig. Dafür wird auch ein Seminar durchgeführt in Thüringen vom 13. bis 15. September diesen Jahres. Die ganze ICOR, alle Organisationen der ICOR werden weltweit den Lenin gedenken und von dem Lenin lernen. Und ich möchte an dieser Stelle das besonders hervorheben, dass in dieser Zeit der Verwirrung, die auch gut ist, Leute, das darf man nicht mehr nur negativ sehen, die Verwirrung ist bereits Auflösung von bisherigen Standards, die man im Kopf hat. Die Verwirrung ist bereits etwas, das bisher unklar, das war immer klar, dieses System muss verteidigt werden. Gar nichts mehr ist da klar. Also diese Verwirrung ist eine Vorstufe von der Klarheit. Nur da muss man was dazu tun, damit diese Verwirrung nicht bleibt und die ganzen Leute verrückt macht oder vielleicht noch in den Faschisten in die Arme treibt.
Da haben wir große Aufgaben. Und das ist die eigentliche Aufgabe der marxistisch-leninistischen Partei, dass wir die Klarheit vermitteln, dass wir nicht um die Probleme herumreden, sondern Klarheit vermitteln. Die Leute ermuntern, ihren eigenen Kopf zu gebrauchen, nicht auf jeden vordergründigen Quatsch reinzufallen und so weiter. Und deswegen ehren wir besonders heute den bei aller Lebensleistung von Liebknecht Nuxemburg, besonders den Lenin, weil er uns aus dieser komplizierten, verwirrten Situation heraushilft und uns insbesondere hilft, auch uns die dialektische Methode in Theorie und Praxis anzueignen. Beteiligt euch an diesem Seminar, organisiert euch und helft auch mit bei Übersetzung und Aufbau von diesem Seminar. Eine große Demonstration wieder mit vielen jugendlichen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die auch dieses Jahr wieder zum Ausdruck bringen, dass der Sozialismus als Perspektive in der Gesellschaft ist, in der Jugend ist, dass es viele Leute gibt, die dafür kämpfen, demonstrieren und er auch die richtige Antwort auf die Krisen des imperialistischen Weltsystems ist. Man muss aber auch sagen, dass diese Demonstration eine große Verwirrung zum Ausdruck gebracht hat. Also was unter Sozialismus verstanden wird, was unter Bündniskräften im palästinensischen Befreiungskampf verstanden wird, wie der Kampf um den Sozialismus stattfinden soll. Dazu gibt es hier wirklich auch viele kleinbürgerliche, sektiererische Positionen. Und deshalb kann diese Demonstration, so schön sie ist, so sehr sie uns auch auf das Jahr einstimmt, für uns nicht der eigentliche Kern der Sache sein, sondern der Kern der Sache ist, dass wir die Massen, die Arbeiterklasse überzeugen, dafür dann auch für den Sozialismus zu kämpfen. Und dafür müssen wir eine entscheidende Mehrheit der Arbeiterklasse auch haben und die Massen einbeziehen, dass sie diesen Kampf führen. Und dafür ist mehr zu tun, als plakativ vor sich herzutragen, Revolution oder Sozialismus. Die MLPD ist hier mit einem Schwerpunkt aufgetreten ihres neuen Buchs. Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen. Es gab vor allem viele Diskussionen darum, dass das auch nur im Sozialismus zu lösen ist, wie wir mit dem Kampfprogramm aber auch den Kampf aufnehmen für den Sozialismus und diese globale Umweltkatastrophe auch ein ernstzunehmendes Problem ist, das die Existenz der Menschheit in Frage stellt. Da gab es also auch viel Interesse und sozusagen Strategiediskussionen drüber und auch eine ganze Reihe Käufer von dem Buch. Wir haben hier auch deutlich gemacht, was wir unter Sozialismus verstehen. Das sollte man nicht einfach unter einer ominösen Einheit der Linken subsumieren. Hauptsache man ist gegen rechts oder für irgendeinen Sozialismus, sondern wir müssen auch an der ideologischen und politischen Klarheit arbeiten unter den Leuten. Welche Schlüsse wir ziehen aus dem Verrat am Sozialismus, dass die Denkweise entscheidend ist, mit der man den Sozialismus erkämpft und dann auch aufbaut, mit einer proletarischen Denkweise, der fertig wird mit diesem zersetzenden Egoismus, den diese kapitalistische Gesellschaft hervorbringt, mit Karrierismus, mit Bürokratismus, mit der Gängelung der Leute, damit Kritik und Selbstkritik zu unterdrücken, nicht offen dafür zu sein. Alles das sind Dinge, die die kleinbürgerliche Denkweise repräsentiert und die proletarische Denkweise steht dafür, das Kollektiv zu stärken, Kritik und Selbstkritik als Entwicklungsgesetz, als Erkenntnisfortschritt zu sehen, selbstständig zu denken und zu handeln, die Leute zu erziehen und auch auszubilden dafür. Und dieses Bild vom Sozialismus repräsentiert die MLPD heute auch in ihrer Arbeit und hat hier viel Bewusstseinsbildung geleistet, aber auch deutlich gemacht, was hier wirklich noch zu tun ist. Es hat sich hier eine große Geschlossenheit und auch Optimismus gezeigt. Ich freue mich vor allem über viele neue, junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auch gestern schon bei der Rebell-Veranstaltung waren. Das hat also wirklich deutlich zugenommen. Ich sehe hier einen Aufschwung auch in unserer Arbeit, unseres Jugendverband Rebell, der einen erfolgreichen Verbandsdelegiertentag hatte, der wirklich auch die Arbeiterjugend repräsentiert, der mehr theoretisch arbeitet, der auch wirklich für diesen echten Sozialismus steht und das auch selbstbewusst in die Diskussion bringt. Und das ist hier ein wichtiges Signal auch für das ganze Jahr, diese Jugendarbeit auch wirklich voranzutreiben, eine sozialistische Jugendbewegung aufzubauen, die sicherlich unter Führung der Arbeiterklasse stehen muss, auch das Know-how der revolutionären Partei MLPD braucht, aber doch auch eine Masse von Jugendlichen hier begeistern muss und begeistern wird für den Sozialismus. In diesem Sinne viele Grüße von LLL, auch an die anderen Demonstrationen und Kundgebungen, die waren ja mindestens in Stuttgart und Gelsenkirchen noch. Viele Grüße auch an die Genossinnen und Genossen dort und wir sehen uns hier in Berlin spätestens in einem Jahr wieder. Vorwärts zum echten Sozialismus!